und herzlich willkommen zur Sternstunde. Wie kühlen Teleskope unter einem klaren Himmel aus? Und kann man Luftturbulenzen sichtbar machen? Man kann, mit Infrarotkameras. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. In Interstellarum packt aus stellt Frank Gasparini eine Reisemontierung vor. Es gibt einen Blick an den Winterhimmel und am Schluss sehenswerte Zuschauervideos. Am Anfang stehen wie immer die News, zusammengestellt von Daniel Fischer. Ein Komet zerfällt vor unseren Augen. Wieder einmal ist der Kern eines Kometen vor unseren Augen zerbröselt, zumindest teilweise. Komet Hagenrother ist seit September drastisch heller geworden und verlor zuletzt auch noch ein Stück seines Kerns. Eigentlich hätte der periodische Komet Hagenrother bei seiner diesjährigen Sonnennähe nur 14. oder 15. Größe erreichen sollen. Doch seine Lichtkurve knickte plötzlich nach oben ab. Im Oktober lag er um fast 6 Größenklassen oder mehr als das 100-fache über der Prognose. Hagenrother war nunmehr mit 9. bis 10. Größe ein einfaches Objekt selbst für größere Feldstecher geworden. An seinem Aussehen hatte sich trotz des Helligkeitssprungs lange nichts geändert. Aber Mitte Oktober wurde die innere Koma immer langgestreckter. Offenbar hatte sich eine Staubwolke abgelöst und driftete in den Schweif hinein. Einzelne Splitter des Kometenkerns waren darin allerdings auch mit den größten Teleskopen nicht zu erkennen. Doch am 26. Oktober hatte sich das Bild schlagartig gewandelt. Ein 2-Meter-Teleskop zeigte nun einen kleinen, aber deutlichen Fleck, der abgesetzt vom eigentlichen Kometen mit ihm über den Himmel zog. Das war nun ein beachtliches Stück aus Hagenrothers Kern, das sich abgelöst hatte und zu einem eigenen kleinen Kometen geworden war. Die genaue Abfolge der Ereignisse, die zu Hagenrothers Helligkeitssprung und stufenweiser Kernspaltung führten, ist noch unklar. Aber es handelt sich um ein geradezu typisches Kometenphänomen, dessen Natur wir mit Hagenrothers Hilfe vielleicht näher kommen werden. Ein erdgroßer Exoplanet in unserer nächsten Nachbarschaft. Wirklich? Es wäre die Sensation bei der Suche nach Planeten fremder Sterne. Ein Fund ausgerechnet in jenem Sternensystem, das der Sonne am nächsten liegt. Und der Planet vielleicht nur so schwer wie die Erde. Aber gibt es ihn überhaupt? Mit diesem Teleskop der Europäischen Südsternwarte in Chile, schon 35 Jahre alt, könnte die Entdeckung gelungen sein. Es hat einen Hauptspiegel von 3,6 Metern Durchmesser, vor allem aber den vielleicht besten Spektrographen der Welt. Der zerlegt das Licht ferner Sterne so präzise, nachdem noch Bewegungen entlang der Sichtlinie von weniger als 1 Meter pro Sekunde gemessen werden können. Dieses Wundergerät aus der Schweiz heißt HARPS. Das steht für High Accuracy Radial Velocity Planetary Search, also Suche nach Planeten durch hochpräzise Messung eben jener winzigen Radialgeschwindigkeit, die ein Exoplanet seiner Sonne durch seine Schwerkraft aufzwingt. Und einer dieser sonnenähnlichen Sterne, die HARPS schon mehrere Jahre beobachtet hatte, ist Alpha Centauri B. Diese Methode ist seit einem Vierteljahrhundert etabliert und hat schon über 700 fremde Planeten aufgespürt. So zum Beispiel sieht ein typisches Signal aus, auf Anhieb überzeugend. Aber dieser Planet lässt seine Sonne ja auch mit bis zu 300 Metern pro Sekunde vor- und zurückwandern. Und das sind die HARPS-Messungen von Alpha Centauri B. All die schwarzen Pünktchen sind Messungen der Bewegung des Sterns. Hier bereits um ein Dutzend Störeffekte bereinigt. Und das mit teilweise kaum getesteten Methoden. Erst wenn man auch diese Daten noch ermittelt, kommt eine flache Sinuskurve zum Vorschein. Der mutmaßliche Planet bringt Alpha Centauri B auf höchstens 51 cm pro Sekunde. Kann man das jetzt schon glauben? Die Meinungen unter den Experten für Exoplaneten gehen weit auseinander. Zwar scheint das Signal über Jahre stabil zu sein, mit einer Periode von 3,2 Tagen, aber erst wenn mindestens eine andere mathematische Technik zum selben Schluss kommt, wird Alpha Centauri BB wirklich glaubhaft sein. Und vielleicht schon im kommenden Jahr wird eine konkurrierende Gruppe mit einem anderen Teleskop in Chile ganz unabhängig zeigen können, ob wir wirklich einen ganz nahen Nachbarn im All haben.
Nur 4,4 Lichtjahre wäre er entfernt und hätte etwa die gleiche Masse wie die Erde, auch wenn er viel zu nah am Stern unbewohnbar heiß wäre. Der allertiefste Blick ins Universum. Was passiert, wenn man sich ein leeres Stück Himmel nimmt, es hoch vergrößert und länger belichtet, Stunden, Tage, Wochen lang? Deep Field wird so etwas genannt und das allertiefste solche Feld ist nun aus Daten des Weltraumteleskops Hubble hergestellt worden. Seit dem ersten Hubble Deep Field von 1995 ist das Weltraumteleskop immer wieder auf solch leere Himmelsfelder ausgerichtet worden, um sie tagelang zu belichten. Diese Deep Fields zeigen fast nur sehr ferne Galaxien, deren Geschichte sich dann studieren lässt. Das bekannteste Feld ist das Hubble Ultra Deep Field, das das Weltraumteleskop in den letzten 10 Jahren immer wieder aufgesucht hat. Und sämtliche Bilder, die dabei entstanden waren, sind nun zur allertiefsten Aufnahme des Kosmos aufaddiert worden. Über 2000 Stück mit zusammen 23 Tagen Belichtungszeit. Extreme Deep Field oder XDF wird das Ergebnis genannt. Es hat eine Grenzgröße von 31 und enthält 5500 Galaxien, obwohl das gesamte Feld nur 3 Bogenminuten groß ist. Die schärfsten Bilder des Planeten Uranus. Lange galt der Planet Uranus, der zweitfernste von der Sonne, als die unattraktivste aller Welten. Selbst aus der Nähe hatte eine Raumsonde nur einen öde, einfarbigen Ball vorgefunden. Doch ein Teleskop auf der Erde hat nun eine ganz neue Welt enthüllt. So hatte Voyager 2 im Jahre 1986 den Uranus gesehen. Die dichte Atmosphäre, die diesen Eisriesen im äußeren Sonnensystem einschließt, ließ jedes Detail vermissen. Und selbst energische Bildverarbeitung zeigte gerade einmal eine Art Bänderstruktur. Doch Uranus hat mehr zu bieten. Man muss nur mit der richtigen Technik hinschauen. Das hat diesen Sommer das Teleskop Keck 2 auf Hawaii getan, mit seinem 10 Meter großen Hauptspiegel und adaptiver Optik zur Bekämpfung der Luftunruhe und vor allem einer Kamera für nahes infrarotes Licht. Denn hier ist Methan zum Teil durchsichtig, das uns im sichtbaren Licht den Durchblick verwehrt. Der Rest war Bildverarbeitung, wie man sie auch aus der Amateurastronomie kennt. Viele kurzbelichtete Einzelbilder aufnehmen und passgenau addieren, was wegen der schnellen Rotation des Uranus allerdings besondere Tricks erfordert. Anschließend wurden noch die Bänder subtrahiert und das Ergebnis scharf gerechnet. Plötzlich tut sich auch auf dem Uranus eine komplexe Welt auf, wie man sie zum Beispiel auch vom Jupiter kennt. Was das alles zu bedeuten hat, ist noch weitgehend unklar. Schließlich liegen die fertigen Bilder erst seit wenigen Wochen vor. Kennen Sie schon die neuen Teleskope von Bressa-Messier? Damit erleben Sie die Faszination Weltall detailliert und fast zum Greifen nah. Optiken exakt ausrichten, Beobachtungsobjekte schnell und zuverlässig finden. Genießen Sie sternenklare Nächte mit einem Teleskop der Serie Bressa-Messier. Jetzt im Fachhandel oder online unter www.meetshop.de. Wie sieht es aus, wenn man eine Landschaft oder ein Teleskop durch eine Infrarotkamera filmt? Georg Tétier hat eine solche, denn er ist von Hause aus Thermograf. Er hat uns die Ergebnisse seiner Infrarotbilder mitgebracht. Schön, dass du da bist. Hallo Georg. Hallo Paul. Georg, wie bist du auf die Idee gekommen, dein Arbeitsgerät quasi mal astronomisch fremdgehen zu lassen? Ja, nun, das Licht ja nach. Der Astronom sucht ja immer nach neuen Betätigungsfeldern und vor allen Dingen neuen Fenstern ins Weltall. Nun, so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich habe eigentlich einen heißen Tipp auf einer Konferenz vom Schweizer Wetterdienst bekommen. Die haben nämlich genau das getan, was ich jetzt dann auch gemacht habe. Mir die Anregung gegeben, die sind auf einen hohen Fernsehturm gestiegen und haben aus 150 Meter Höhe dann die umliegenden Kuhwiesen thermografiert, um einfach mal eine Information zu bekommen, wie sich das Mikroklima rund um einen bestimmten Ort über den Tag entwickelt. Und das war so faszinierend von den Ergebnissen. Da habe ich gesagt, Mensch, das kannst du auch, weil ich die passende Kamera dazu habe. Wir haben jetzt mal ein paar Filmbeispiele mitgebracht. Jeder kennt das. Man hat die Teleskope im Haus. Zimmertemperatur, es ist ein kühler Abend. Wir stellen die Teleskope nach draußen. Genau das haben wir gemacht. Und wir schauen uns das mal an und du sagst uns, was wir hier sehen.
Ja, das ist jetzt ein Zeitrafferfilm, 15-fach beschleunigt gegen die Natur. Links ein Spiegel, rechts ein Refraktorteleskop, also ganz typische Teleskope, wie sie der Amateur benutzt. Mhm, das ist so ein offener Tubus, Cassegrain-Bauweise, genau. Klassischer 8-Zöller. Ja. Also in Realität lief der Versuch jetzt über 2 Stunden. Man sieht also ganz deutlich, dass der Spiegel sehr schnell auskühlt, aber immer noch ungleichmäßiger bleibt als der Refraktor. Mhm. Das heißt, so ein geschlossenes Linsenteleskop muss man ein bisschen früher rausstellen. Es wird halt langsamer kalt, aber dafür hinterher dann gleichmäßiger. Wir sehen es auch zum zweiten Mal und ab und zu blitzt es in dem Spiegel nochmal rot auf. Wie erwärmt sich das denn nochmal? Na, das sind eigentlich wir. Denn den Spiegel ist ja auch ein thermisches Infrarot. Ein Spiegel ist ja letztendlich nichts anderes als auch eine besondere Sorte von Licht. Und na, da sind wir einfach uns selber vor den Teleskopen hergelaufen. Was lernen wir für die Praxis draus? Ist das für die Frage entscheidend, besser mit dem Refraktor oder mit dem Spiegel beobachten? Nun, also die Wahl stellt sich teilweise erst gar nicht. Nur man kann beim Spiegel einfach ein bisschen mutiger sein. Man braucht ihn nicht so lange an die Umwelttemperatur anpassen zu lassen. Das ist also eine Sache vielleicht von 20, 30 Minuten, je nach Bauart. Mhm. Während wenn man ganz, ganz hochqualitative, superscharfe Bilder mit dem Refraktor haben will, wäre es schon sinnvoll, ihn mindestens 30 Minuten zum Kühlen zu lassen. Okay, wir sehen jetzt mal einen 4-Zöller auf der Säule. Auch aufgenommen im Infraroten und erklär uns bitte, was wir da sehen. Ja, gestartet haben wir das dann eigentlich mit dem Aufbau, kurz nach Sonnenuntergang. Und man sieht, dass also das Teleskop als solches am Anfang recht schnell kalt wird. Sind von oben her blau, ne? Ja, das ist auch die Abstrahlung in den kalten Himmel, so ein kaltes Himmelszelt. Hat also eine reflektierte Temperatur vielleicht von 30 minus 40 Grad, also sibirisch kalt. Und alles, was nach oben gerichtet ist, strahlt halt sehr stark ab. Das heißt, es wird also ja, wie so eine Kühlplatte von oben gekühlt. Und das ist aber ein Prozess, der relativ rasch zum Stehen kommt, während der Hintergrund, wie man deutlich sieht, also immer wieder noch von Warmluftblasen durchströmt wird. Das ist dieses Flackern, das ist tatsächlich eine vorhandene Temperaturänderung in der Landschaft. Wir haben ja jetzt quasi die Situation einer Gartensternwarte, die vielleicht für viele Sternfreunde typisch ist. Das heißt, wir haben eine Wiese und im Hintergrund haben wir Bäume. Wie verhalten sich diese Materialien? Was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Ja, die Umgebung, wie man hier an dem Video deutlich sieht, ist dann am allerbesten, wenn man sich eine riesengroße mit Gras oder mit irgendwelchen Feldfrüchten bewachsene Wiese aussucht. Das kann auch von mir aus Rapunzel oder Zuckerrüben sein, das ist egal. Aber es muss eben offen sein und da vor allen Dingen keine großen Volumina besitzen, wie zum Beispiel ein schöner, großer, belaubter Baum oder eine dicke Hecke, weil sich da viel Warmluft noch lange drin fangen kann. Okay. Wir sehen jetzt Aufnahmen von dir, die hast du schon vor 1 oder 2 Jahren gemacht. Du bist auf eine ganz große Wiese gegangen, auch in ziemliche Höhe, nämlich auf die Emberger Alm. Ja, ich habe Folgendes geplant. Ich hatte die Kamera einfach mal mit in den Urlaub genommen und habe die Kamera dann aus meinem Hotelfenster raus über die Almwiesen gucken lassen. Da sind also durchaus mal ein lockerer Hektar Wiese abgebildet. Wir sehen die Bilder interessanterweise in Schwarz-Weiß. Normalerweise sind wir gewohnt von Thermografiebildern, dass die ja knallig bunt sind. Warum hast du hier Schwarz-Weiß gewählt? Also Schwarz-Weiß ist vor allen Dingen tagsüber sehr empfehlenswert, weil die Temperaturunterschiede allein durch Zaunpfähle, Grasballen, Kuhfladen und umherlaufende andere Hotelgäste so stark sind, man hätte außer kunterbunt eigentlich nur noch wenig erkennen können. Diese feinen Luftturbulenzen sind ja nur ganz leichte Temperaturänderungen, die sozusagen auf dieses thermische Wirrwarr draufgebappt sind. Und das sieht man im Schwarz-Weißen einfach deutlicher. Was sehen wir hier genau? Ist das der Wind, der da streicht? Sind das Luftblasen? In welchem zeitlichen Abstand ist das aufgenommen? Welcher Faktor? Welche Zeitraffer? Also diese Bilder sind ungefähr gegenüber dem natürlichen um das Tempo 30 beschleunigt. Was man hier sieht, sind Luftblasen, Luftzungen, ungefähr mit dem Ausmaßen 2 bis 3 Meter lang, 30 bis 50 Zentimeter breit. Und die bewegen sich also mit ungefähr 50 Zentimeter bis 1 Meter pro Sekunde durchs Gras. Dadurch wird das Gras immer wieder um ein paar Zehntel Grad erwärmt oder abgekühlt. Und genau das können wir mit der Thermokamera sehen. Das sind also diese feinen Warm- und Kaltluftzungen, die sich in abwechselnder Weise da durch die Wiese schlängeln. Du hast ja zu verschiedenen Tageszeiten hingeschaut. Wir gucken mal das nächste Beispiel.
Das ist jetzt das Beispiel kurz vor Sonnenuntergang. Im ersten Beispiel haben wir ganz deutlich gesehen, dass die pralle Sonne am frühen Nachmittag so eine Almwiese, die ja auch sehr felsig ist, und da gibt es auch noch viel, viel andere Schotterwege drumherum. Also die Luft wird richtig heiß und wird dann, steigt dann auch mit großer Macht und mit großem Druck nach oben. Weil warme Luft ist ja natürlich ganz klar leichter, ja, wie Heißluftballon. Jetzt bei diesem Video ist es jetzt schon in der abendlichen Abkühlungsphase. Die Luft ist schon kühl geworden, aber die Umwelt hat noch so viel Energie gespeichert, dass sie die Luft weder heizt noch kühlt. Man sieht die Luft zwar hin und her wabern, aber sie weiß jetzt nicht, ob sie rauf und runter fließen soll. Und in der Tat, wenn man jetzt gucken würde, so kurz vor und um Sonnenuntergang, dann hat man teilweise eine sehr ruhige Luft. Ah, also wer also Taghimmelbeobachtung macht, Objekte, die man vielleicht auch in der ganz hellen Dämmerung gucken kann, der sollte da schauen. Da ist es ruhig. Absolut. Das ist auch schon ein Erfahrungswert. Und das kann also hier durch diese thermischen Messungen schön bestätigt werden. Also die goldene Stunde ist immer die Stunde vorm Sonnenuntergang. Jetzt gucken wir mal Richtung Nacht, wie es da aussieht. Das ist jetzt ein Beispiel aus den Abendstunden, nehme ich an. Ja, das ist jetzt das letzte Beispiel, so gegen 22 Uhr. Klar, an dieser Stelle sieht man natürlich, dass die Temperaturunterschiede, weil ja nun jetzt seit Sonnenuntergang schon 3 Stunden vergangen sind, ist die Landschaft viel kälter geworden. Das heißt, die Heizquelle ist ja schon lange aus. Ja. Nichtsdestotrotz, die Felsen, die Wiese haben noch so viel Wärme gespeichert, dass auch jetzt immer noch Wärme in die Umgebung abgegeben wird. Aber die Kühlung ist jetzt stärker, weil der klare Himmel ist jetzt über der Wiese. Es geht wesentlich mehr Energie durch die Abstrahlung in den kalten Himmel verloren, als durch die Wiese nachgewärmt wird. Und dadurch wird die Luft schwerer und fließt jetzt wieder talabwärts. Wie man ganz deutlich an diesen talabwärts fließenden Zungen sehen kann. Sieht aus wie auf einer Teerstraße nach dem Regen oder beim Rohrbruch. Da sieht man dann auch immer, ja, so diese Zungen runterfließen. Natürlich ist das so die Zeit, wo man klassischerweise beobachtet. Können wir da schon irgendwelche Schlüsse ziehen, so nach dem Motto, Eichen sollst du weichen? Also lieber weg von Bäumen aufs freie Feld? Oder was ist mit Wegen? Also Wege sind jetzt nicht so schlimm, weil Wege gemessen an der Gesamtfläche doch relativ klein sind. Die sind schmal. Wichtig ist, nahe Wälder vermeiden, vor allen Dingen in Blickrichtung. Was auch wichtig ist, wenn man wirklich extrem gute und hochauflösende Bilder haben soll, dann muss man viel Geduld haben. Nach Mitternacht wird die Luftunruhe nämlich wieder weniger, weil dann auch ist die Landschaft dann kalt und kühlt nicht mehr weiter aus. Ja. Und damit kommt die Turbulenz dann wieder zum Erliegen. Die zweite Nachthälfte ist von der Turbulenz her immer die ruhigere. Du hast jetzt schon einige faszinierende Infrarot-Bildsequenzen gemacht, aber das ist für dich ja quasi auch noch Neuland. Was wirst du als nächstes da erforschen? Wie geht es da für dich weiter? Ja, absolut. Also erstmal denke ich mal, ist es ganz sinnvoll, verschiedene Landschaften auszuprobieren. Zum Beispiel die ganz normale Gartensituation zu Hause. Denn das ist ja viel natürlicher. Wer fährt denn mal auf eine Alm in die Hochalpen? Dann das Zweite, auch systematischer zu erforschen, dass man tatsächlich vielleicht auch mal rund um die Uhr misst. Das könnte man vielleicht mal als Gemeinschaftsprojekt machen. Zum Beispiel auf einem Teleskop treffen oder so. Und das Dritte wäre natürlich mal das berühmte Balkon- oder Terrassenklima zu erforschen. Wie ist es zum Beispiel bei Stadtbeobachtungen oder im Stadtrand oder so an Familienhaussiedlungen? Das sind ja die Standardsituationen, die wir so haben. Und ich denke mal, dann können wir, wenn wir es systematischer mal erproben, weil wir wissen ja, dass es jetzt geht, können wir vielleicht irgendwann dann auch mal Verhaltensmaßregeln daraus ableiten. Gut, vielen Dank für diese Einblicke in ein spannendes und auch sehr praxisnahes Forschungsfeld und viel Spaß bei deinen weiteren Forschungen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank, GeoTT. Ja, herzlich gerne. Wer sein Teleskop mit auf Reisen nimmt, damit er unter einem richtig dunklen Himmel mal beobachten oder fotografieren kann, der wird sich freuen, dass es transportable Montierungen gibt. Eine Neuerscheinung zu diesem Thema zeigt uns jetzt Frank Gasparini in Interstellarum packt aus. Guten Tag, liebe Sternfreunde. Herzlich willkommen zu Interstellarum packt aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich heutzutage in eine aktuelle Astronomiezeitschrift blättere oder im Internet unterwegs bin, bin ich immer wieder erstaunt über die Qualität der Astrofotos, die Sternfreunde heute anfertigen können mit der digitalen Fototechnik. Ich selbst bin als Beobachter visuell unterwegs, freue mich daran, dass ich nur mein Dobson-Teleskop auf die Wiese stellen muss und mich nicht mit Beobachtungstechnik, sprich Aufnahmetechnik, belasten muss.
Dennoch, gelegentlich verspüre ich den leisen Wunsch in mir, mich auch einmal in der Astrofotografie zu versuchen, aber das möchte ich eigentlich nicht mit so viel Aufwand betreiben. Die Möglichkeit, Astrofotografie mit einfachen Mitteln zu betreiben, bietet eine kleine Montierung, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Es handelt sich dabei um dieses Modell von der Firma Weixen. Es ist die Polarie, ein kleiner Star Tracker oder eine Reisemontierung. Auf den ersten Blick sieht dieses kleine Gebilde selbst aus wie ein Fotoapparat. Das ist wahrscheinlich mit Bedacht so gewählt, um vielleicht auch bei Personen, die nicht aus der Astronomie kommen, dann damit einfach die Assoziation nach der Fotografie zu wecken. Diese kleine Montierung hat hier an der Seite ein Batteriefach. Ich öffne das einmal. Ich habe schon Akkus eingelegt. Das sind 2 Mignon-Akkus, die hier benötigt werden. Alternativ ist hier auch ein Mini-USB-Anschluss, über den die Montierung mit einer externen Stromversorgung angeschlossen werden kann. Intern ist noch ein Schalter, der die Drehrichtung wechselt zwischen Nord- und Südhimmel. So, das Ganze wird wieder geschlossen. Recht praktisch ist auch, dass die Einstellung, ob Nord- oder Südhimmel, auch hier im Display über eine unterschiedliche Farbgebung gekennzeichnet wird. Also wenn Sie Nordhimmel einschalten, ist die Beleuchtung rot, bei Südhimmel grün. Für die Ausrichtung der Montierung sind hier verschiedene Hilfsmittel integriert. Das wäre einmal ein Neigungsmesser an der Seite und hier auf der Rückseite eingeschraubt ein kleiner Kompass, um die Nord-Süd-Richtung zu erkennen. Das wendet sich sicher eher an einen Personenkreis, der weniger erfahren in der Astronomie ist. Ein erfahrener Hobbyastronom wird gleich diese kleine Peilöffnung benutzen und damit Polaris anvisieren. Laut Hersteller hat diese Öffnung hier einen Winkel von 8,9 Grad und die Ausrichtung soll genügen, um mit einem 50 mm Objektiv etwa 5 Minuten zu belichten. Für die Ausrichtung auf den Pol kann also diese Kamera hier auf ein Stativ montiert werden. Es handelt sich hierbei um ein Stativ der Firma Weixen, das auch gemeinsam mit der Montierung erworben werden kann. Die Polarie selbst kostet 459 Euro und das Stativ 289. Darin enthalten ist auch noch dieser kleine Kugelkopf und eine Verlängerung hier, damit die Kamera noch leichter ausgerichtet werden kann. Im Set ist das für 729 Euro erhältlich. So, jetzt sitzt die Montierung auf dem Stativ und muss jetzt ausgerichtet werden. Wie gesagt, man kann diese kleine Peilöffnung benutzen. Wer jetzt allerdings mit längeren Brennweiten oder längeren Belichtungszeiten arbeiten möchte, bis 200 mm Aufnahmebrennweite soll die Kamera die Montierung tragen, der benötigt eine exaktere Ausrichtung. Dafür bietet der Hersteller dieses Polsucher-Fernrohr an. Das kennen die Sternfreunde auch von größeren Montierungen. Das wird in die Stundenachse eingesteckt. Zunächst müssen hier außen an den Skalen Uhrzeit, Datum und die Position des Beobachtungsortes eingestellt werden. Dann wird dieses Sucherfernrohr einfach hier hinten eingesteckt. Das wird magnetisch gehalten und dann kann man beim Durchpeilen eben verschiedene Visiermarken dann anvisieren und die Montierung exakt ausrichten. Intern sind Peilmarken sowohl für den Nordhimmel als auch für den Südhimmel integriert. Ist die Montierung jetzt korrekt eingenordet, wird das Sucherfernrohr einfach wieder entfernt. Denn hier vorne sitzt die Antriebsachse und darauf muss dann der gesamte Montierungsblock mit der Kamera montiert werden. Ich demonstriere das jetzt einmal hier
mit diesen beiden Bauteilen. Der kleine Kugelkopf wird aufgeschraubt. Dann hier die Kamera befestigt. Und die ganze Einheit auf die Montierung gesetzt. Die beiden Klemmschrauben fixieren das sicher, da der Montierungsblock eine Schwalbenschwanznut hat, ähnlich wie man das von großen Teleskopen kennt, die dann an die Montierung angesetzt werden. So, das hält jetzt sicher, stabil, und dann kann die Kamera mit Hilfe dieses kleineren Kugelkopfes auf die Himmelsregion ausgerichtet werden und die Belichtung beginnen. Die Montierung bietet verschiedene Nachführmodi. Das ist einmal Sterngeschwindigkeit, Mondgeschwindigkeit und Sonnengeschwindigkeit, je nachdem, welches Objekt Sie aufnehmen möchten. Zusätzlich bietet die Montierung halbe Sterngeschwindigkeit. Die wird dann benutzt, wenn in der Aufnahme Landschaftselemente mit in das Bild integriert werden sollen. Das führt dann einfach dazu, dass der Vordergrund durch die Bewegungsunschärfe nicht so stark verwischt. Allerdings wird auch die mögliche Belichtungszeit reduziert, da sonst die Sterne zu Spuren verwischen. Ich habe mit dieser kleinen Kombination einen ersten Test im Feld versucht. Und da ich als unerfahrener Astrofotograf, das ein völlig neues Gebiet für mich ist, war ich erstaunt, wie leicht damit gearbeitet werden kann. Im Hintergrund sehen Sie eine Aufnahme, die mit dieser Kamera und diesem Objektiv erstellt wurden. 14 mm Brennweite, entsprechend 21 mm an Kleinbildformat. 4 Aufnahmen bei Blende 2,8 und 400 ASA, jeweils 2 Minuten belichtet, abzüglich ein Dunkelbild, das Ganze in Fitzwerk überlagert und hinterher noch etwas bearbeitet, Kontrast, Schärfe. Ich war sehr erstaunt über das erste Ergebnis und es hat viel Spaß gemacht. Was mit dieser kleinen Kamera in den Händen eines erfahrenen Astrofotografen möglich ist, testet derzeit Till Gretner für Interstellarum. Er hat diese Kamera und andere kleine Reisekameras in der Erprobungsphase und wird daraus einen Bericht zusammenstellen, den Sie in einem der nächsten Hefte dann nachlesen können. Ich wünsche viel Spaß beim Studium des Berichts und natürlich beim Fotografieren und Beobachten. Tschüss und auf Wiedersehen. Mit den Optiken von Explore Scientific bis in die Tiefen des Weltalls blicken. Die neuen ED-APOs, scharf und kontrastreich. Mit umfangreicher Ausstattung. Maxutov Newton für Astrofotografie. 100% Gesichtsfeld, 100% Beobachtungserlebnis. Für Langzeitbelichtungen ohne Nachführkorrektur. Ausgestattet mit neuesten Encoder-Technologien. Explore Scientific. Jetzt im Fachhandel oder online unter www.meetshop.de. Hier ist die Astrovorschau für die Monate Dezember und Januar mit Zeiten für die Mitte des deutschen Sprachraums. Highlight der nächsten Wochen ist die Jupiter-Opposition am 3. Dezember. Die Planeten von innen nach außen. Merkur bietet zwischen dem 25.11. und 19.12. eine passable Morgensichtbarkeit. Er ist gegen 7 Uhr im Südosten zu finden. Anfang Dezember ist er Teil einer schönen Planetendreierkette gemeinsam mit Venus und Saturn. Venus ist nach ihrer engen Begegnung mit Saturn am 27.11. weiter strahlender Morgenstern. Ihre Morgensichtbarkeit geht allerdings bis Ende Januar zu Ende. Zweimal finden wir die schmale, abnehmende Mondsichel in ihrer Nähe, am Morgen des 11. Dezember und 10. Januar. Mars hat die Südkurve der Ekliptik durchlaufen und zieht vom Schützen in den Steinbock. Durch die etwas nördlichere Position kann er trotz schrumpfenden Sonnenabstands noch horizontnah am Abendhimmel gefunden werden. Bis Ende Januar ist es aber auch damit vorbei. Jupiter im Sternbild Stier steht am 3.12. in Opposition und ist dank seiner nördlichen Stellung für unsere Breiten optimal zu sehen. Bis Ende Januar
ist Jupiter rückläufig im goldenen Tor der Ekliptik unterwegs und steht nahe der Verbindungslinie Plejaden-Hyaden. In der Nacht vom 1. auf den 2. Weihnachtstag kommt es zu einer engen Begegnung mit dem fast vollen Mond, der am 26.12. um 1 Uhr weniger als 1 Grad südlich des Gasplaneten steht. Am Spätnachmittag des 27.12. lässt sich ein doppelter Mondschatten auf Jupiter beobachten. Saturn wechselt im Dezember vom Sternbild Jungfrau in die Waage. Er steht am Morgenhimmel, wo er mit Merkur und Venus in der ersten Dezemberhälfte ein schönes Trio bildet. Bis Ende Januar ist er zum Planeten der 2. Nachthälfte geworden. Uranus in den Fischen ist noch am Abendhimmel zu sehen. Gleiches gilt für Neptun im Wassermann, dessen Sichtbarkeit aber schon im Januar endet. Mit 1 Ceres und 4 Vesta stehen im Dezember die zwei prominentesten Bewohner des Asteroidengürtels in Opposition. Den Anfang macht die 6,4 Magnituden helle Vesta am 9.12. Ceres folgt mit 6,7 Größe am 18. Beide Ziele der Raumsonde Dawn sind leichte Feldstecherobjekte im Sternbild Stier, in deren Nähe sich auch der Gasplanet Jupiter aufhält. In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember ist der Meteorstrom der Geminiden zu sehen. Das Maximum könnte 120 Schnuppen pro Stunde erreichen. Zudem ist Neumond. Die Quadrantiden hingegen, deren Maximum in den Mittagsstunden des 3.1. liegt, werden diesmal vom abnehmenden Mond beeinträchtigt. Die Neumondtermine stehen für den 13.12. und 11.1. im Kalender. Vollmond ist am 28.12. und 27.1. Am Nachmittag des 23.12. ist noch einmal der goldene Henkel auf dem Mond zu beobachten. Nun die Sonnenauf- und Untergänge. Am 1. Dezember geht die Sonne um 7.51 Uhr auf und um 16.19 Uhr unter. Am Neujahrstag scheint sie von 8.12 Uhr bis 16.27 Uhr. Am 21.12. um 12.12 Uhr ist die Wintersonnenwende erreicht. Die Sternkarte zeigt den Himmelsanblick am 1. Dezember um 22 Uhr bzw. 20 Uhr am 1. Januar. Die Herbststernbilder sind nach Westen gerückt. Dort steht das Viereck des Pegasus mit der anschließenden Sternkette der Andromeda. Der Perseus steht in Zenitnähe. Zwischen ihm und dem Polarstern liegt das eher unauffällige Sternbild der Giraffe. Im Osten stehen der Stier, verstärkt durch den leuchtenden Jupiter, der Fuhrmann, die Zwillinge und der Orion mit seinem bekannten Nebel M42. Der eben aufgegangene Sirius und Procyon im kleinen Hund machen das Wintersechseck komplett. Tief im Südsüdwesten sind unter besten Bedingungen ein paar Sterne des Bildhauers zu sehen. Die eigentlich recht helle Sculptor-Galaxie NGC 253 ist für unsere Breiten eine Herausforderung. Jetzt kann man in den frühen Abendstunden nach ihr suchen. Viele Infos zur praktischen Astronomie gibt es im neuen Interstellarum Heft 85. Und da gibt es ja auch neues Material für die Interstellarum iPad App für Heftabonnenten kostenlos. Ebenfalls gratis, alle zwei Wochen erscheint der Interstellarum Newsletter. Zu guter Letzt Videos, die Zuschauer an die Interstellarum Redaktion geschickt haben. Zunächst Impressionen vom diesjährigen Herzberger Teleskoptreffen, zusammengestellt von Kai Triemer und René Merting. Und dann ein ISS-Transit vor dem Mond, den Jörg Koplin im August erwischt hat. Vielen Dank allen Einsendern und damit vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Sternstunde. Clear Skies.